Hallo, willkommen zurück zu unserer Tankstelle. Wir sind gerade auf dem Weg dorthin. Nehmen wieder den Bus. Wir sind ja. 10 Dollar kostet er ja. Würde ja gerne mal an den Bazar gucken, was der uns da anbietet überhaupt. Könnte mir eigentlich schnell machen, oder? Bazar. Vielleicht kann man ja gute Kohle machen, aber der Polizist kommt halt wirklich oft. Was sind das? Hot Dogs. Hätte ich auch mal Lust. So ein schöner. Zuckerwarte. 40 Dollar? Ich bin echt so günstig mit meiner Tankstelle. Blumen. So. Aber ne Ruck. Hä? Geht das nicht, der Rucksack? Ja. Ein neues Haus. Das ist das Letzte, was ich jetzt gerade drüber nachdenken muss. Kann man das nicht in den Rucksack? Hab ich jetzt die ganze Zeit in der Hand, oder was? Ist das jetzt ernsthaft? Oh, jetzt bin ich so blöd, jetzt hab ich die... Oh. Mann. Schon fast die erste Stunde rum, noch nichts verdient. Okay, die Blume hat sie genommen. Damit ist die ganze Reputation wieder nach oben gestiegen und habe wieder Chance bei ihr. So. Was da lass ich jetzt sein? Jetzt gehe ich erstmal in die Tankstelle. Kann das sein, dass der nur nachts da rumschleucht? Wahrscheinlich. Nochmal voll machen auf jeden Fall und Tankstelle öffne. Zack. Und also hätte ich jetzt was gekauft, was Illegales, wäre mir dran. Und ich habe noch keinen Plan, ob das wirklich nur so eine Lade oder ob ich das irgendwo verstecke, wenn der kommt. Wer weiß es ja nicht, ja. Kleiner Hunger wieder. Oh. Da geht kaum was rein, ne? Also brauche ich schon mehrere. Das Regal ist fast leer. Da ist noch Wasser drin, was nicht da reingehört. Aber wieder ein warmer Tag heute, ne? Das ist gut. Wo ist mein Kollege? Da hinne. Komm, der sollte hinne bleiben. Ich mach das schnell. Er läuft los, er läuft trotzdem los, verstehe ich nicht. Hab's doch schon gemacht, Mensch. Komm, bleib wo du bist. Gefällt mir nicht, dass das Regal wieder so leer ist jetzt. Wie sieht's denn aus mit... Genau, wollte ich gerade gucken. Macht die Kollegin sauber. Aber Toilettepapier ist noch da, ja. Wo rennt der jetzt hin? Willst du nicht deinen Sprit bezahlen? Oh, Mann. Wie du gemerkt hast, ist er schon... Okay, er hat's gemerkt. Es geht zurück. Mach deine Aufgabe weiter, komm. Hat sie die Toilette sauber gemacht jetzt? Ja, fast. Morning, ich komme gleich.
Okay. Mhm. Thank you! Ja, da freut er sich, ne? Bei uns ist noch so billig. Ja, ich glaube, das macht Sinn, ne? Dann können die Leute da wenigstens... Oh, das war aber nicht gut. Oh, das war aber nicht gut. Zwei Punkte fürs Aufheben. Wo gehen denn die Punkte hin? Bye, have a great time. Ja, genau. Bisschen was, ich muss was nachbestellen. Bisschen was. Aber nur ganz vorsichtig. Sandwich nochmal. Nudeln. Das sind schon wieder 100. Kippe gehen immer gut. Und Limonade für Auso. Boah, Mann, was das Geld weggeht. Naja, der wird direkt dran gegangen, ne? Das macht schon Sinn. Okay. Ja, da würde ich gern ganz viele hinstellen. Aber die müssen auch voll sein, die Dinger, ne? Und dann, oh, das kostet Geld. Mit Lieferung $500. So eine Kühlverkaufsregal. Das ist viel Geld. Ne, so weit kommen wir nicht müssen. Irgendwie habe ich mich unterschätzt wieder, jetzt keine Ahnung. Kundschaft. Genau, erstmal ein schönes kühles Bier reinziehen, ne? Ist ja schon 12:30. Sandwiches. Ach, das dauert auch wieder so lang. Okay. Süppchen. Kommt auch da drin rein. Ein Auto immer noch da. Warum sind keine... Ich sehe kaum noch zwei Autos auf einmal. Und die fährt jetzt gerade weg. Dass die nächsten jetzt schon hier eine Schlange stehen. Die Kippe. Ja, Autowasche, genau, sehr schön. Ach, der eine geht, der andere kommt. Das ist nicht mehr der eine. Limonade gehört natürlich da rein. Naja, das ist das. Ich brauche mein Lager. Weil dann kann ich, wie gesagt, ne, ich weiß nicht, was habe ich noch bestellt. So viel geht da nicht mehr rein.
Ne? Ich müsste nur eine Reihe reinstellen, müsste das andere ins Lager stellen. Hey. Was halt schon ein Haufen Arbeit ist, aber dann brauchst du später den Lagermanager, ne? Bye, have a great time! Good morning. Bye, have a great time. Selbe Stimme. Was ist das jetzt? Kommt da nicht noch was an Lieferung? Weiß ich es gar nicht. Aber dann machen die ganz fies das Lager ganz dahin hin. Ich mal gerade gucken, das war doch das Lager, oder? Oder war das das? Ne, das ist das Spielzimmer. Hier ist das Lager. Hier machst du das Lager hin, genau. Für $600, boah. Das Lager aufbauen, da muss ich hier ständig die Kiste rausholen, wo ich nachfüllen will. Fange dann hier an nachzufüllen und renne wieder zurück. Warum machen die so eine Rennerei? Verstehe ich nicht. Möchte Hundefutter. Ach ja. Oh oh. Nein. Good morning. Mann. Good morning. Da vorne war Thunfisch, das müssen wir auch nochmal abstellen. Die Milch muss wieder kalt sein. Oh Mann! Hab ich das nicht, hab ich nicht bestellt. Hello? Hey! Hey! Bye! Okay. Also, okay, nächstes Ziel als allererstes Lager. Wir brauchen trotzdem das Lager. Okay. Und noch weitere Kühltruhe. Ne, das heißt, Geld erwirtschaften ohne Ende, sowieso. Gleich kommt ein Fressi, gell? Wird gleich geliefert. Weil da geht ja nichts rein, ne? Das sind... Drei Reihe unten, drei Reihe oben. Eine Milch steht sogar noch kühl, aber die Leute möchten gerne kühle Getränke haben, ne? Ist halt so. Also brauchen wir Kühlgetränke. Ich gehe davon aus, dass im Lager der Dieb auch nicht stehlen kann. Ne? Wundert mich, dass das Globe immer noch da ist, aber... Wir haben jetzt einen treuen Hund, der uns hilft, ne? Und die Katze ist noch nicht ganz sicher, was die uns leisten wird. Da wird wieder Auto gewaschen, sehr gut. Da kommt wieder nicht. Das wird so im Moment so wenig getankt, das gibt's doch gar nicht. Aber ich hab doch... Bei der Aufwertung, oh, da muss wieder Benzin nachgekauft werden, Fleisch. Verbesserungen. Mehr Fahrzeug. Pro Ebene kommen 20% mehr Autos am Bahnhof an. Was, am Bahnhof an? Hä? Naja, die meine die Tankstelle. Obwohl, Level alten Kunden die Chance. Wow, das ist auch nicht schlecht, ja, aber kostet alles Geld. Oh, $1000. Oh. Im Moment haust du alles nur in die Regale rein. Das spart natürlich das Lager, ja. Aber die. Nur für die Kühlgetränke, das macht mich ein bisschen rallig. Bye, have a great time! Hello.
Ja, kommt schon. Alles bleibt draußen am Kühlregal stehen. Na, da. Ein Bier. Limonade. Thank you. Und falls jemand gerade frisch reingeschaltet hat, überhaupt, das war wirklich Limonade, die verkaufen die hier in Tetra Pak. Warum auch immer. So. Okay. Da wieder eine, die getankt hat. Tanken ist wichtig, Leute. Hundefutter, eine raus. Hundi! Fresschen! Da ist er. Da, der frisst das jetzt schön. Achso, nochmal streicheln. Genau, der passt jetzt schön auf, dass wir hier nichts gestohlen bekommen. Und das funktioniert. Oh, herrlich. So. Jetzt lass uns erstmal an Kohle rankommen. Damit wir irgendwann haben wir auch das Spielzimmer da hinten mit dem Spielautomaten drin. Da kommt langsam Geld rein, da kommt immer mehr Geld rein. Wir werden es nicht mehr retten können vor Geld. Was war das nochmal hier? Ah, Büro. Das war Büro. Ach, ständig muss nachgekauft werden. Oh Mann. Okay. Aber wir müssen ja verkaufen, ne? Wenn wir nicht nachkaufen, können wir nicht verkaufen. Wenn wir nicht verkaufen, verdienen wir kein Geld. Hello. Ja? Mädel, du bist... Ah, okay. Du hast gefunden. Okay. Du bist aber auch eine Hübsche. Wow, also... Warte. Die Programmierer haben statt diesmal ein bisschen was an Mühe gemacht, ne? Von wegen Ethik, Optik und so weiter. Was denn? Oh, kann ich das auch trinken? Ja, wo es startet. Hallo. So, Wasser nochmal kühl gestellt. Hallo. Okay. Oh, wenn ich das leere Regal sehe, ich mag das nicht. Okay. Doch wieder. Ist das, was ist denn das für Geld? Ist das Trinkgeld oder was? Keine Ahnung. Ah, komm, dann gehe ich jetzt hin. Nein, halt. Tankstelle. Komm, stellen wir da noch einen zweiten Kühler hin. Weil ich finde das wichtig, dass man hier viele kühle Getränke anbietet, weil das wird gegriffen ohne Ende. Ich finde das immer doof, warum programmiert ihr das immer so ätzend? Dass hier immer so viel Platz dazwischen ist, ne? Wenn man da mal in so ein Kühlregal, wenn man das sich von nahem mal anguckt und so eine, gerade jetzt in der Tankstelle, dann bleiben wir bei dem Beispiel, da steht auch alles dicht an dicht drin, verstehe ich nicht. Bye, have a great time! Verstehe ich aber nicht.
Oh, gleich schon der Feierabend. Hello. Ja. Hm. Und das ist auch kurios, warum sie hier in die Ecke laufen, ne? Bye, have a great time. Wo bleibt mein Kühlregal? Komm. Eigentlich will ich gar nicht Feierabend machen. Ich will die Geld verdienen. Aber das ist doch... Ist die echt kaputt, oder? Kann das sein? Ich hab doch... Deaktiviert? Warum deaktiviert? Hier auch noch mal ein bisschen Aktie. Das ist okay. Preise. Aber zum Öffnen. Ach, die ist jetzt offen. Ich habe irgendwie versehentlich die geschlossen. Deshalb sind nur ein Auto da jedes Mal. Oh, ja. Oh, man wird wieder schwindelig. Vor Müdigkeit. So. Bye. Bye. So, kommt nächster. Er hat wieder getankt, sehr gut. Hello. Hallo. Okay. So. Strom haben wir bezahlt. Ich glaube, da tankt gerade noch jemand. Wo geht der hin? Ah, okay, da geht's zum zweiten Auto. Okay, das erste Auto ist, glaube ich, noch am Tanke. Das nehmen wir noch mit. Bier raus. Und die Cola raus. Und Wasser, Limonade, Milch machen wir dann da rein. Genau. So, bis hier aufsplitte. Wenn wir noch mehr haben, können wir es noch mehr aufsplitte. Dann würde ich nur eine Box machen, nur für Milch. Eine Box nur für Wasser. Eine Box nur... Das ist doch eigentlich ein genialer Plan, oder? Oh, was ist jetzt? Ja, kommt der schon. Komm, mir fallen die Augen zu. Das ist doch ein geiler Plan. Für jedes Kühlgetränk eine einzelne Box. Ja, nimm noch was mit aus dem Regal, genau. Okay. So. Machen wir schon mal zu. Achso, da war noch Wasser drin im Regal, habe ich gerade gesehen. Okay, dann ab nach Hause. Ach, das immer mit dem Schlafe gehen. Blümchen habe ich jetzt keine dabei. $40 kostet die Blümchen.
muss mit dem Bus hinfahren, kostet so $50. Dann muss ich wieder zurückfahren, $60. So, unser Wecker klingelt wieder und raus aus den Federn und sofort wieder Geld verdiene. Ich glaube, in dem Game ist ein eigenes Auto billiger, ne? Das kann man auf jeden Fall so sagen. Ach nee, schon wieder. Wie oft haben wir jetzt schon mit so wenig Geld angefangen, ey? Ja, die möchte Milch. Ich hoffe, sie trinkt kalte Milch. Ich bin gespannt, für was die Katze für uns gut ist. Ich bin sehr gespannt. Jawohl, jetzt geht's auf jeden Fall los. Es sind schon wieder zwei Autos auf einmal da. Es kommt doch gleich wieder Kohle rein. Ich denke, als die ganze, das kann doch nicht wahr sein. War die eine geschlossen, ey. Sprit haben wir genug. Dann lasst uns heute mal... Leute, was? Tutorial. Rüste die Kraftstoffpumpe mit deinem Hammer. Missing Action. Was? Rüste die Kraftstoffpumpe mit deinem Hammer auf. Also das kostet doch Geld. Ja, schon wieder falsch. Da ist mein Hämmerchen. Ja, auf jeden Fall, das kostet auf jeden Fall heide Geld. Also ist es jetzt nicht so, dass man es machen könnte. So, dann gucken wir mal, ob jemand da ist. Nee, im Shop ist keiner drin. Kein Symbol ohne. Bestelle können wir grundsätzlich gar nichts. Da müssen wir zur Not nur mit einer Sache, also mit Tanke, Geld verdienen erstmal. Da ist noch leckeres Sandwich drin. Blöd, dass man das irgendwie sortieren kann da drin. Good morning. Good morning. Bye bye. Okay. Wir haben schon mal ein bisschen Geld verdient. Jetzt kommen noch die zwei Tanke. Oder hat die schon getankt? Ups. Moin. Hey, Süße. Ist aber echt hübsch. Die hat getankt. Da geht's gleich zur Sache, ne? Wenn die nämlich tanke, kommt die richtig Kohle rein. Good morning. Nicht hungrig, das ist aber gut. Genau, streichelt. Bye, have a great time. Ist schon teuer, hä? So eine große Flasche Limonade. Ich würde sie Orangensaft nennen, aber gut. $30. Puh. Kommt schon der nächste rangefahren. Ja, so gefällt mir das. So kommen wir jetzt. Und noch Tanke. Und noch Wasche. Das ist sehr gut. Da machen wir jetzt Kohle heute.
Kann ich gerade mal mit meinem Hämmerchen gucken, was das kosten würde? Ist gerade kein Auto da. Zum Schließen gedrückt halten. Kommt, das ist, verstehe ich nicht. So, schnell wieder. Nur, ist er aktiviert? Ja, macht er. Sehr gut. Okay. Ha? Maximale Mitarbeiterzahl erhöht. Okay. Ja, bei mir Mitarbeitern nutzen wir im Moment jetzt nichts. Die macht super sauber. Es ist immer schön sauber hier und der tankt. Also mehr brauche ich gar nicht. Brauche ich nicht immer hin und her so laufen. Darum ging es ja. Ah, was seht ihr? Zack. Weg ist der Müll. Hi. Thank you very much. Ja, ich auch. Man sieht den Dieb gar nicht mehr, die Diebin. Ne? Das ist, weil der Hund jetzt schön auf uns aufpasst. Der zieht hier seine streifende Runde, da ist er. Good morning. Morgen. Es ist sehr heiß hier, gerade eben war es noch sehr kalt in der anderen. Naja. Die will nur ihr Sprit bezahlen, okay. Good morning. Morgen. Okay. Ja, seht ihr, 647. Es geht schon wieder langsam aufwärts. Wie sieht's im Sprit aus? Good morning. Nachbestellen. Direkt eiskalt. Eher das als wie hier Lebensmittel, auch wenn ich die gerne noch zu verkaufen will. Bye bye. Bye bye. So. Na, kommt schon die nächste wieder. Ehrlich, so gefällt mir das. Okay. Dann sollten wir das Lager auf jeden Fall bauen, ne? Dass wir dort Ich weiß nicht. Ich meine, wenn ich jetzt 600 ausgebe fürs Lager zu bauen dahin, haben wir erstmal nichts drin zu stellen, ne? Weil da müssen wir erst mit der Zeit lang Geld aufbauen, dass wir überhaupt Ware bestellen können. Good morning. Okay. Die für eine sentimentale Musik da reingeklatscht habe, ne? Morgen. Thank you very much. Tja, bald ist hier Ende. Das ist schon leer. Unser Lager, ne? Okay.
Aber dann hätten wir es jetzt. Okay. Bye, have a great time. Good morning. Okay. So. Zwei sind an der Tankstelle wieder, das ist gut. Gucken wir, dass wir da auf jeden Fall Kaltgetränke nachstelle. Und so wieder so gewisse Graben. Aber ich lasse jetzt mal so Sachen weg wie Motoröl und so weiter. Ist immer noch drin. Außerdem. Nudels kann man machen, ja. Fisch, Zigarette. Okay. Okay. Aber wir hätten mal ein Lager jetzt, ne? Wenn es auch so weit weg steht. Okay. So, es läuft, es läuft, es läuft. Es läuft gut ran, zumindest. Ja, also kann man nicht meckern. Geht halt langsam voran, aber das ist ja meistens so bei den Games. Da hat wieder, ach, da kommt der keusch hustende Polizist wieder angelaufen. Da ist er doch. Oh! Hundi hat ein Dieb. Ich muss ja auch noch ins Lager stellen, stimmt. Bye, have a great time! Oh, ist auch nur, ich brauche dahinter auch noch Lagerregale. Genau, so, jetzt haben wir den Schierplatz. Oh, es ist alles so leer. Hallo? Hallo? Bye, have a great time. So, okay. Jetzt mache ich mal was ganz anderes. Also, Fisch, Pringles, Süßkram. Soda, Milch, Cola, 171 schon, okay. Red Bull, Nudel, Wasser, Bier. Oh Gott, 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 Gott. Aber ich hätte gern, dass die Regale voll sind. Ich werde wahnsinnig. Die mache ich dann einigermaßen voll. Da habe ich jetzt drin. Was ist nach hinten drin? Kalter Kaffee. Hallo. Hab ich das gar nicht mitbestellt, oder? Nee. Nicht, dass ich wüsste. Also, okay, da habe ich das hier. Milch, Wasser, Orangensaft, Wasser. Orangensaft, Wasser. Und Limonade machst du da rein, oder? Nee, das ist doch das, Quatsch. Wasser, Milch und Limonade. Orangensaft, oder wie auch immer. Okay. Das mache ich da rein. Und der andere macht schon Bier. Cola und Red Bull und das Gedöns rein. Bye. Bye.
Was kommt denn da? Ah, bei einer größeren Lieferung kommt er mit dem Auto direkt gefahren. Könntest du mir jetzt vorstellen, pass auf. Ach, Transporter erreicht das Lager. Hä? Dafür brauchen wir noch keine Lager. Ja, das ist doch eh noch nicht alles. Oder ist er jetzt wirklich vom Lager? Oder ist das automatisch da drin? Nö. Hey, jetzt haben wir das Lager, jetzt kommt er mit dem Auto, aber er schmeißt ja doch nur da drauf. Ah. Noch was? Kann man die Karre benutzen, okay? Oh, wie kommen die da? Ich finde das so bescheuert. Also das auch das Gas Station Simulator war da auch besser, ne? Da kam der ganze LKW, alle Bestellungen waren da drin, hab ich rausgeholt und war's gut. Ach komm, gibt's doch nicht. Jede Kaste wird einzeln gebracht. Sorry Leute, ich bin wieder hier. Thank you. Ja. Hello. Okay. Jetzt wird hier Kohle gemacht hier, ne? Okay. Bye. Bye. So, komm, nächste. Das war's schon. Das ist die Milk. 2, 3. Der Rest kommt ins Lager gleich. Na. Von der Cola. Nein. Wollte ich doch gar nicht. Da wollte ich es reinmachen. Ganze Kasse geht nur auf eine Lage. So. Also, was haben wir da noch dran? Red Bull, mach die Hose voll. Hello. Aber schön, dass da diesmal ein Bild drauf ist. Wie oft hatte ich Verpackung gehabt, wo man nichts sehen konnte, was da überhaupt drin ist. Das ist jetzt die Nudeln. Die kommen da komplett rein. Hey! Das ist die Cola. Ja, das ist natürlich jetzt doof, ne? Hab ich keinen Platz fürs Bier. Dass der jetzt gerade kommt. Ja, ich komme. Hey! Hallo. Okay. 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 Mhm. Hey. Okay. Wahnsinn, was sie hier wegkaufen, ne? Guck mal, die LKW ist die Rolle hier an ohne Ende. Da kommt das Bier. Dann machen wir da halt was rein. Ja, ist schon drin. Wasser.
Eine da. Regal voll, okay. Ah, die schläft. Die Falle gerade an der Stelle um, das ist auch witzig. Die Falle auf der Stelle um. So. Was ist da noch gekommen? Hello. Ketchup? Nee, das ist gerade nichts da. Hey! Bye, have a great time! Okay! Ja, da läuft's jetzt. Und die Regale sind kaum voll zu kriegen. Das gibt's nicht. Die Leute kaufen schon viel weg, muss man schon sagen. Das Honey Mustard. Yellow Mustard. Oder in Fachkreisen bei uns gesagt, gelber Senf, ne? Die geht mal schön kacken. Dann kommen wir schon wieder auf der Feierabend zu. Für morgen nochmal alles voll mache. Aber jetzt kommt, ja, also es kommt jetzt schneller Geld nach. Hallo. Hallo. Kommt ihm dir jetzt schneller Geld nach, aber das Tanke macht viel aus, muss ich schon sagen. Hallo. Hi. Achso. Okay. Ja. Geht schon wieder los, die Auge. Okay. Ganz ehrlich, das ist etwas, wo du könntest drauf verzichten, mit dem ewigen Schlafen gehen abends. Hello. Okay. Okay. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Ich meine, ja, sehr gut. Ich meine, muss man mal gucken, da gibt es bestimmt Regale fürs Lager, ne? Gucken wir doch gerade mal. Tankstelle. Ob es extra Lagerregale gibt. Kann auch sein, dass die wahrscheinlich hinten im Lager selbst akquiriert werden können oder sowas, keine Ahnung, ne? Kommt da noch jemand? Das letzte Auto fährt weg? Ne, dann hat alles bezahlt, ja. Tja, dann fahre ich jetzt wieder nach Hause. Zum Bazar. Ja, das ist natürlich auch alles geschlossen jetzt. Medizinische? Kann ich hier meine Mutter was hole oder was? Oder wie? Ach, hier trefft ihr euch abends. Ja, das war mir doch klar. Zum Spielen? Nee, das kann ich nicht. Oh, Wetten? Nee. Schließen nochmal zurück. Was war denn das? Ich hab 7. Oh, das ist. Blackjack ist furchtbar. Ich hab 10, sie hat 18. 7, ich hab 20. Ich hab gewonnen! Oh, ich hab gewonnen. Hm.
9, 16, 14. Ich bleibe. 14. Naja. Ich will jetzt nicht übermütig werden, ne? Ich mach das lieber vorsichtig. Fünfzehn. 15, 13. War das schwer. 19, bleibe. 9, es kommen nur kleine Zahlen. 16. Job. Oh, das ist aber easy. 1053. Ja, sehr gut. Tschüss. Das sind Churros oder was, hä? Ein Kaffee. Ich weiß nicht. Müssen wir das? Wie sieht deine Toilette aus? Auch nicht schlecht. Gar nichts. Drogen. Halte zum Kaufen. Ah ja, gut. Wo mache ich jetzt hin? Achso, ich habe ja jedes Mal Zeit. Ja, ich weiß, ich bin schon ganz müde. Ich habe ja jedes Mal Zeit. Das wegzubringen, wenn die Polizeisirene kommt. Ach, da oben liegen sie jetzt, ja. Und da muss ich das halt immer, wenn ich das Geräusch höre, schnell reinrenne. Muss es da wieder rausholen. Ah, ja, verstehe. So, fahren wir jetzt aber nach Hause. Ne? Da machen wir gleich wieder einen neuen Tag, dass wir weiter, dass es hier weitergeht in dem Lade. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Nächste Folge geht's weiter. Also, ciao.